Darf ich? Natürlich. In dem Moment, wo wir aufsetzen, springe ich aus der Luftschleuse bis runter auf den Boden. Dann rolle ich mich herum und strecke mich wie eine Katze in der Sonne. Oh Mann, die Sonne. Wir werden ihr 50 Millionen Meilen näher sein. Wisst ihr, dass ich schon als Kind keine Kälte vertragen konnte? Wie kam sie dann zu ihrem Doktorgrad in Tieftemperaturphysik? Ich hatte lange Unterhosen an. Hätte ich mir denken können. Worauf freuen Sie sich, Gino? Auf die Frauen. Oh, freuen Sie. Ein ganzer Planet voll Frauen. Der herrlichste Forschungsgegenstand. Genügt euch eine kluge Geologin, nicht? Sie sind militärisches Sperrgebiet. Und um die Uhr unter Bewachung. Immer wenn Van sie sieht, beginnt er zu schweben. Und das, obwohl das Schiff über künstliche Schwerkraft verfügt. Zurzeit gilt Vans Aufmerksamkeit eher einem Mann als einer Frau, fürchte ich. Nur weil Eric hier Carruthers Geschichte glaubt und ich nicht. Nein, dass ich sie glaube, habe ich nicht gesagt. Das ist auch nicht wichtig. Es steht nur, dass er daran glaubt. Er musste sie sich einreden, um nicht den Verstand zu verlieren. Und ich habe ihn nicht verloren, oder? Sie haben das Essen versäumt, Carruthers. Ich wollte keinem mehr den Appetit verderben. Ich möchte nur einen Kaffee, wenn Sie so nett wären. Natürlich keine. Bleiben Sie hier, Carruthers. Jimmy? Ja? Hier sind die neuesten Berechnungen für unsere Umlaufbahn. Sehen Sie sie durch, wenn Sie Zeit haben. Geht klar. Vielen Dank. Ich schwöre, bis wir die Erde erreichen, werde ich sein Geständnis bekommen.